Schwerpunkt Internet. Internet für Einsteiger. Der Weg ins Internet. Musik, Chat, Spiele, Information, E-Mail. Vertauschte Rollen. Lehrer und Schüler an der Gesamtschule Bonn-Beuel und in Swissmate das Matterhorn im Netz. John Lennon said, imagine there's no countries. John Lennon sagte, stell dir vor, es gäbe keine Ländergrenzen. Das ist nicht schwer. Mit dem Internet ist es einfach, weil es alle Grenzen übergreift. Also das Internet ist sehr groß. Das kann man überall auf der Welt bestaunen. Und dann gibt es halt diese Internetseiten, auch HTML genannt. Ja, da kann man über ganz verschiedene Themen da etwas rausfinden. Das Internet ist erstmal ein neutrales Netzwerk. Über das Internet kann man beliebige Dinge übertragen. Im Internet früher wurden vor allen Dingen Downloads übertragen, E-Mails übertragen. Und dann ist das World Wide Web, das WWW, gebildet worden, erfunden worden, wie man es auch nennen will. Die Möglichkeit, auf Informationen formatiert zugreifen zu können. Dazu gibt es dann die Sprache, das Internet, das HTML. Das ist die Beschreibung, wie man Seiten im Internet gestaltet, wie man Farben, Texte, Bilder arrangieren kann. Und dieses World Wide Web, nicht der Download von Informationen, auch nicht das E-Mail, sondern der Zugriff auf Informationen im Dialog, ist heute eigentlich die Hauptanwendung des Internet. Voraussetzungen für den Zugang zum Internet sind ein Telefonanschluss und als Schnittstelle zwischen Computer und Telefonleitung ein ISDN-Modem für schnelle Übertragung oder ein herkömmliches analoges Modem. Heute sind Modems oft schon ein integrierter Bestandteil von Computern. Was jetzt noch fehlt für den Surf im Netz, ist die Schnittstelle zwischen dem Anwender und dem Internet, der Provider. Zu den Gebühren des Providers kommen die Telefonkosten. Die meisten Provider bieten landesweit den Zugang zu Ortstarifen. Gratisanbieter, meist mit eigenen Telefonnetzen, finanzieren sich über die Telefongebühren. Die Wahl seines Providers bespricht man am besten mit internetgewandten Kolleginnen oder Kollegen. Seine eigene E-Mail-Adresse, den ersten Teil, kann man meist selber bestimmen und notwendige Angaben wie Zugangserkennung und das geheime Passwort bekommt man vom Provider. Ein Installierprogramm und der für das Surfen im Internet notwendige Browser sind bei neueren Computern bereits enthalten. Große Provider liefern eine Installation CD-ROM, die meist noch einige Zusatzprogramme enthält. Trotz Versprechungen der Werbung können etwas Geduld und vielleicht sogar die Hilfe eines computererfahrenen Kollegen für Neueinsteiger sehr ratsam sein. Ich hatte technische Probleme und ich hatte Probleme, die Leute zu finden, die mir helfen konnten. Also ich habe Online-Dienste in Anspruch genommen. Das war furchtbar schwierig, bis am Telefon der Berater nur wusste, was ich meine. Und dann war das auch noch recht teuer, so 3 Franken pro Minute. Und am Schluss kein Resultat. Dann habe ich die Verkäufer heimgesucht in den Geschäften. Die haben mich langsam gefürchtet, ich musste immer jemand anders fragen. Es war furchtbar mühsam. Alleine ist man also wirklich sehr, sehr hilflos. Selbst Bruno Giussani, renommierter Kolumnist und Internetfachmann der New York Times, hat keine guten Erinnerungen an seinen Einstieg ins Internet. Es nahm damals viel Zeit in Anspruch, alles zu konfigurieren und es immer wieder zu versuchen, bis es endlich klappte. Die Technologie ist heute benutzerfreundlicher, aber alles rund um Computer ist nach wie vor schwierig. Und noch immer sind Computerkenntnisse die Grundlage für den Einstieg ins Internet. Für den Normalanwender ist es immer noch reichlich kompliziert. Allein in Deutschland stieg die Zahl der Anschlüsse im ersten Halbjahr 99 um rund 2 Millionen auf 10 Millionen. Waren in der Schweiz im April 98 noch 12% aller Privathaushalte ans Internet angeschlossen, waren es ein Jahr später bereits 20%. Das wichtigste Argument heute, ans Internet zu gehen, ist für mich einfach die Möglichkeit zu haben, auf dieses elektronische Servicefeld zugreifen zu können.
immer dann, wenn man es braucht, auch wenn man es im Moment noch gar nicht genau weiß, wozu man das braucht. Das Internet umfasst verschiedenste Dienste. Einer davon ist das World Wide Web. Das Besondere am WWW ist, dass es andere Dienste auf einer nutzerfreundlichen Oberfläche zugänglich macht. Und jetzt gehst du auf das Gordon Blue auf und klickst. Das Thema E-Mail, die Kommunikation, darf man nicht unterschätzen. Viele, die heute meinen, sie würden überhaupt nicht kommunizieren wollen über den PC, tun dies. Einfach die Möglichkeit, an der gesamten Informations- und Servicewelt, die online elektronisch da ist, teilhaben zu können, ist die Entscheidung, ins Internet zu gehen. Am Anfang ist es unheimlich schwer, sich zurechtzufinden. Man hat wirklich riesige Probleme, einfach zu wissen, wo finde ich was, welche Informationen kann man ernst nehmen, welche sind irgendwie nur scherzhaft gemeint. Das ist halt eben das große Problem. Es gibt einen riesen Datenboost und man hat am Anfang dann tatsächlich Riesenschwierigkeiten, die irgendwie einzuordnen oder überhaupt zu finden erstmal. Man hört immer von anderen, das ist ein tolles Medium, da kann man so viel machen und selber unerfahren weiß man gar nicht, was kann man eigentlich damit machen. Und dann die Fülle der Informationen, dass man da irgendwie sich selber durchwursteln muss, reinkommen kann und erstmal den eigenen Weg finden, das war schon am Anfang etwas schwierig. Meine Empfehlung für Newcomer im Internet ist es, sich am Anfang mit jemandem zusammenzusetzen, der sich schon auskennt mit der Materie, der im Internet vertraut ist, um sich sozusagen das Grundwissen anzueignen. Weil wenn man einmal dieses Grundwissen über das Internet erlangt hat, was nicht viel ist und das wirklich jeder machen kann, dann kann man sich auch weiter in den Bereichen fortbewegen, die einen selber interessieren. Tim Kornau und Sebastian Nohn sind Schüler des Abiturjahrgangs an der Gesamtschule Bonn-Beuel. Sebastian ist bereits Teilhaber eines Geschäfts. Die Firma umfasst den ganzen Dienstleistungssektor rund um Computer, führt Schulungen durch und gestaltet den Internetauftritt für Unternehmen. Wie sein Kollege Tim Kornau ist er an der Schule freiwillig als Computerlotse tätig. Dabei betreut er eine untere Klasse, vor allem aber auch Lehrer im Umgang mit Computern und dem Internet. Ich habe den Lehrern dann auch teilweise wirklich gezeigt, okay, das und das machst du so und so besser. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil die Spezialisierung in unterschiedlichen Bereichen ja so weit fortgeschritten ist, dass auch bei 5 Computerlotsen wir 5 Spezialisten haben, die untereinander sagen, nee, das machst du, du kannst das. Also die einen können einen Internetanschluss in Gang kriegen, die anderen können Programme knacken, wenn das notwendig ist. Die dritten können HTML programmieren. Das streut ganz breit und man hilft sich gegenseitig. Ehrlich gesagt sind die Lehrer wesentlich offener in dieser Frage als die Schüler, weil die Schüler meistens schon meinen, dass sie viel könnten und die Lehrer eigentlich die Einstellung haben, ja, wir lassen uns das jetzt mal zeigen und dann erfahren wir selber, ob wir uns das überhaupt geben wollen oder nicht. Keine Ahnung, müssen wir Tim fragen. Tim, hallo. Komm mal. Der macht das nicht auf. Warum macht er das? Die Schüler haben ja zum Teil einen sehr großen Vorsprung, weil sie probieren vieles angstfrei und ohne irgendwelche Vorbehalte. Und dann ist das schön, das so aus dieser Kindersicht erklärt zu bekommen, mach das doch mal so oder probier es mal so oder schau mal, das geht doch. Können wir doch daraus ziehen, brauchen wir nicht das und das machen. Das gefällt mir. Das Internet ist seit 1997 ein integrierter Bestandteil des Unterrichts an der Gesamtschule Bonn-Beuel. Sie wurde in kürzester Zeit zu einer eigentlichen Modellschule. Apple rüstete ein Zimmer mit Computern aus. Es gab internationale Auszeichnungen für verschiedene Internetprojekte und Bill Gates stattete der Schule einen Besuch ab. Seit kurzem steht in jedem Schulzimmer ein Internetanschluss zur Verfügung.
Ja, beim Internet handelt es sich um ein weltweit immer bedeutsamer werdendes Kommunikationsmittel. Und man muss Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit vermitteln, es kennenzulernen und b, in einer zweiten Stufe, es souverän zu beherrschen. Also gäbe es etwas anderes, was nicht aus dem Multimedia-Bereich käme, sondern eine neue technologische Entwicklung, die den naturwissenschaftlichen Unterricht alleine beträfe, würden wir uns genauso verhalten. Es ist etwas Neues und das muss eben wie alles Neue in den Lernprozess integriert werden. Das ist es aber auch. Also ich wünsche mir, es wäre etwas ganz Gewöhnliches wie eine Bibliothek, dass man es benutzt wie eine sehr gute weltweite Bibliothek. Das ist, glaube ich, auch der Traum und das ist eigentlich auch das, was dahinter steht, warum man das im Unterricht auch einsetzt. Ich glaube aber, dass diese Technikfaszination und diese Faszination des Möglichen, was man so machen kann, so ein bisschen überlagert. Also ich denke, für manch einen ist es wichtiger, jetzt einen schön formatierten Text und wie macht man das und was gibt es noch alles, als jetzt einen Inhalt wirklich auszuarbeiten. Das ärgert mich. Ich sehe das Internet als eine von vielen Informationsquellen. Ich denke mal, es ist eine riesengroße Bibliothek. Man muss aber wissen, genau wie in der Bibliothek, unter Schlagwörtern, Stichwörtern, wie man damit umgeht. Und sonst ist man auch verloren in der Situation. Ganz konkret so hier im 10. Schuljahr, wenn wir jetzt Bürokunde machen, ist die Suche nach einer Ausbildungsstelle oder nach einem Job eine sehr nützliche und sinnvolle Sache auch für die jungen Menschen hier. Das heißt, du würdest also jetzt einen Job suchen für deine Situation, wo du schon Berufserfahrung vorausgesetzt hast. Ne? Ist ja bei dir nicht der Fall. Ne? Du musst also sehen, dass du Ausbildungsstellen erstmal suchst. Ne? Ja? Du musst nochmal zurückgehen hier rum und von vorne an. Wenn man der Meinung ist, dass man gemeinsam, der eine mit ein bisschen Wissenssprung und der andere mit vielleicht anderen Erfahrungen, an einem Problem arbeiten kann, dann ist natürlich das Ausplündern des Internets auch von Schülern immer nur ein Gewinn für den Lernprozess. Unter 125 Lehrerinnen und Lehrern gibt es nicht eine Meinung. Es sind etwas weniger als 125 Meinungen. Und es gab die gesamte Bandbreite, die man sich in einer Gesellschaft vorstellen kann, von absoluter Skepsis und das jetzt auch noch und das ist doch nun wirklich nicht nötig, bis hin zu den Top-Befürwortern, die gesagt haben, dem müssen wir uns unbedingt am besten vorgestern schon stellen. Und dann hat sich durch Transparenz und Informationspolitik eine Nüchternheit auf breitem Niveau eingestellt. Dass das sozusagen innerhalb einer Folie Widersprüche hinkriegt. Alex. Die Klasse 6-3 ist eine Modellklasse im Rahmen eines Versuchs der Bezirksregierung. Ziel ist es, die neuen Medien in den Unterricht zu integrieren. Erste Schritte wurden bereits im 5. Schuljahr gemacht. Im 6. nun steht das Internet auf dem Programm. Es soll erstmal so aussehen, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, selber zu produzieren, also selber Internetseiten zu erstellen, größere Lernzusammenhänge eventuell, das, was man früher in Referaten gemacht hat, als Internetseiten zu machen. Und dann natürlich auch im Internet selber zu recherchieren, das qualitativ beurteilen zu können und für die eigenen Arbeiten wieder weiterverwenden zu können. Es ist erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die 12-Jährigen Bilder scannen oder Computerprogramme nutzen, wie PowerPoint für die Gestaltung von Seiten. Noch bewegen sich die Kinder nicht im Internet. Geschnuppert haben sie allerdings bereits einmal in einer vorangegangenen Lektion und teilweise auch zu Hause. Bei den Jungs ist, wie nicht anders zu erwarten, eher eine ausgesprochene Sympathie da. Obwohl ich sagen muss, zum Beispiel das, was wir heute gemacht haben, PowerPoint, reizt sie mehr als Internet, weil man da selber was machen kann, selber Effekte herstellen kann und selber kontrollierte Effekte dann hinterher vorführen kann. Internet ist noch technisch zu schwierig, aber da gibt es keine Berührungsängste. Bei den Mädchen, gerade auch bei den Intelligenteren, gibt es Vorbehalte. Es gibt was Wichtigeres. Ich hol mal E-Mails ab, ja? Ja, darfst du. Ich guck mal, was mein Vater schreibt. Mhm. Tokos Vater ist in Zimbabwe geblieben, während sie, ihr Bruder und die Mutter vor 4 Jahren in einen Vorort Bonns gezogen sind. Wir haben gemerkt, dass das eines der Medien ist, die wir benutzen wollen und können. Unser erster Schritt war mit Fax und Telefon.
Und jetzt kam vor anderthalb Jahren etwa, haben wir angefangen, uns einen Computer anzuschaffen, größtenteils für diesen Zweck. Als wir einen Computer gekriegt haben, dann war eigentlich das Erste, was wir gekriegt haben, E-Mail. Und meine Mutter, die holt jeden Tag halt ab und schickt auch ein paar. Und deswegen weiß ich halt auch, wie das geht. Ganz einfach. Telefon ist sehr teuer. Schreiben sind wir alle etwas faul. Und für die Kinder ist es auch leichter zu wissen, sie können, was sie jetzt schreiben, braucht nicht eine Woche, das kommt sofort an. Für den Kontakt mit dem Vater ist das ganz, ganz wichtig. Er schreibt nicht so oft und ich schreibe ihm, wenn ich erfreuliche Neuigkeiten habe. Zum Beispiel, wenn ich mein Zeugnis gekriegt habe, wenn ich da gute Noten habe oder wenn ich irgendwas halt Tolles bekommen habe oder gemacht habe oder was mir gefallen hat. Die Bereitstellung von E-Mail ist ein ganz wichtiges Feature, das der Provider seinen Kunden zur Verfügung stellt. E-Mail ist heute eine der Top-Anwendungen im Internet. Eine E-Mail ist ein Mittelding aus Brief und Telefonat. Zum einen ist es sehr kurz gefasst, sehr spontan, zum anderen aber auch besser ausformuliert und halt eben auch besser durchdacht als ein Telefonat. Ja, was muss der Provider tun? Der muss für seine Kunden, für jeden seiner Kunden, eine Mailbox zur Verfügung stellen. Das ist ein Speicher auf einem großen Rechner, der nur für diesen Kunden da ist. Dort gehen die einkommenden Mails hinein und der Kunde hat die Möglichkeit, auf diesen Speicher zuzugreifen und sich die Mails dann auf seinen PC und auf seinen Bildschirm zu laden. Der Provider muss dafür sorgen, dass die Adressierungen richtig sind. Der Provider muss dafür sorgen, dass die Verbindungen in die gesamte Welt da sind, dass der E-Mail-Verkehr funktioniert. Lösen solche Internetautomaten die Telefonzellen ab? Mit dem Bedürfnis, schnell und überall seine E-Mails abzurufen oder zu senden, scheint sich ein florierendes Geschäft zu entwickeln. Im Londoner Easy Everything, dem wohl größten Internetcafé der Welt, stehen die Leute Schlange, um einen der 400 Zugangsplätze benutzen zu können. Bereits sind weitere Internetcafés in London und später auch im Ausland geplant. Das Geheimnis des Erfolgs: der Zugang ist günstiger als zu Hause und durch die breitbandige Standleitung auch schneller. Um die 90% der Kunden nutzen das Internet tagsüber für E-Mails. Die Nutzung wechselt im Verlauf des Tages. Am Nachmittag vor allem für E-Mails, abends eher Unterhaltung, Chatrooms und Online-Shopping. Je nach Nachtzeit ändert es sich wieder. Und gegen 3 Uhr morgens kann man hier 20 Leute finden, die Internetspiele gegeneinander spielen. Je mehr man entdeckt, was es für Möglichkeiten gibt und je mehr Erfahrungen vorliegen, kommt man auf neue Ideen, auf neue Nutzungsmöglichkeiten. Ich will mal ein Beispiel sagen. Das ist jetzt nicht direkt Internet, sondern E-Mail. Ich habe mit meiner Oberstufenklasse vereinbart, dass alle die, die eben E-Mail haben, ihre Unterrichtstexte direkt per E-Mail nach Hause kriegen. Sofern die Möglichkeit besteht, kontaktiert er auch schon Schüler seiner 6. Klasse auf diesem Weg. Das ist eine E-Mail von Herrn Meyer, die er mir geschickt hat zu meiner PowerPoint-Präsentation, da ich eine Datei vergessen habe mit Bildern, werde ich morgen mitbringen in die Schule. Ich bin des Öfteren bei schulischen Veranstaltungen dabei und mache da auch dann Fotos mit einer Digitalkamera. Die bearbeite ich dann zu Hause und verschicke die dann in der Regel an den Klassenlehrer. Die Bilder werden aus der Kamera in den Rechner eingespielt. Das passiert über eine ganz normale serielle Schnittstelle und werden dort in ein entsprechendes Dateiformat verpackt. In der Regel ist es eine JPEG-Datei und schicke die an Herrn Meyer. Und Herr Meyer verarbeitet die dann weiter, stellt sie ins Internet ein oder stellt sie auch den Schülern zur Verfügung, für Arbeiten zur Verfügung, die sie dann eventuell selbst in das Internet einstellen können. Markus Krollar arbeitet bei T-Mobil
wo er für Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Ergonomie zuständig ist. Ich nutze das Internet hauptsächlich zur Recherche von Gesetzestexten, von Kommentaren zum Gesetz und auch zum Bestellen von Informationsmaterialien oder auch zur Anfrage zur weiteren Kommentierung, zum Beispiel auch wieder von Gesetzen. Der Vorteil am Internet ist, dass man viel schneller an die Informationen drankommt, sofern sie denn im Internet stehen. Ich benutze es auch, um für meine Söhne einen Auslandsaufenthalt zu organisieren. Das habe ich für Tim schon mal vor einem Jahr gemacht und werde es jetzt auch für Jan machen. Jan will nach Neuseeland gehen. Wir konnten im Internet dann in Tauranga, dort wohnt ein ehemaliger Kollege von mir. Dort haben wir einfach mal gesucht im Internet, bis wir ein College gefunden haben. Und wir haben uns dann diese Internetseite angeguckt. Noch wird im Haus Kornau über ISDN, mit dem mehrere Telefonanschlüsse gleichzeitig zur Verfügung stehen, diskutiert. Und der Vater begnügt sich, wenn Tima gerade nicht auf dem Netz ist, mit einem älteren Computer. Die teure Maschine steht im Zimmer seines Sohnes. Meine Eltern waren der Meinung, dass man das alles, wenn man damit arbeiten möchte, nicht braucht. Ich wollte eine große Grafikkarte, viel Hauptspeicher, eine große Festplatte und eine schnelle Festplatte haben, weil ich ein notorischer Spielefreak bin und man für Spiele grundsätzlich immer die allerbesten Rechner braucht, die es gibt, weil Spiele so das letzte bisschen Systempower aus einem Rechner raussaugen. Es werden viele legale Spiele, aber auch illegale Spiele im Netz zum freien Download angeboten. Man muss sich halt vorher informieren, welche Spiele legal runterzuladen sind und welche nicht, damit man nicht in Gefahr gerät, sich irgendwelche Schwarzkopien runterzuziehen. Wenn er stundenlang im Internet ist, dann kann ich nicht angerufen werden. Ich sage dann immer, Tim, ich muss telefonieren. Er sagt immer, ja, ich lade da gerade was oder ich mache da gerade was. Und das kann ich nicht unterbrechen und deshalb haben wir da auch einen Streitpunkt, klar. Ein anderer Streitpunkt ist das Geld. Das ist sehr viel teurer alles jetzt, was Telefon angeht. Ja, ISDN löst viele Probleme. Ja, aber dann kann ich trotzdem nicht anrufen, wenn du im Internet bist. Nur ISDN schon. Das heißt, dann surfst du noch mehr als vorher. Boah, ich habe gar nicht mehr Zeit zum Surfen. Ja, ja, ich weiß. Mhm. Also das möchte ich mir noch mal angucken, die Tarife. Also ich fühle mich dem, ich finde das manchmal wie eine Bedrohung. Also was da alles auf mich zukommt, wie ich das lösen soll und alles unter einen Hut kriegen soll. Das ist schon ein Problem für mich. Wenn ich zum Beispiel sonntags nachmittags aufstehe, kann es manchmal passieren, dass ich bis abends gegen 2 Uhr sitze und Computerspiele. Nicht nur mit Spielen und Surfen, sondern auch bei einem Chat, in einem sogenannten Chatraum, kann es schon einmal passieren, dass man die Zeit vergisst. In einem Chatraum wird themenorientiert diskutiert. Die verschiedenen Leute, die sich für dieses Thema interessieren, loggen sich in diesen Chat ein, schauen sich meistens erstmal an, wie wird geredet, in welcher Sprache wird überhaupt geredet, ist es jetzt Deutsch, Englisch oder welche Sprache auch immer. Und sobald die Gepflogenheiten in diesem Chatraum einigermaßen ersichtlich geworden sind, fangen die Leute dann zum Großteil auch an mit, selbst zu chatten. Teilweise lesen sie auch die ganze Zeit einfach nur mit. Chat ist wieder ein Unterbereich des Internets, wie das www. Es gibt die verschiedensten Arten zu chatten. Die weit verbreiteteste IRC steht für Internet Relay Chat und ist der älteste und wirklich größte Chat-Server-Verbund weltweit. Pro Tag tummeln sich da etwa 30.000 bis 40.000 Leute auf über 5.000 Kanälen herum. Das System läuft so, ich logge mich auf einem Server ein und dieser Server steht wieder mit anderen Chat-Servern in Verbindung. Man sucht sich einen Kanal aus, jeder Kanal hat ein bestimmtes Thema und ich kann in diesem Kanal halt eben dann über dieses Thema oder auch über Gott und die Welt oder Ähnliches diskutieren. Während es ein spezielles Programm braucht, um am IRC-Chat teilnehmen zu können, ist das Chatten im World Wide Web einfacher, weil viele Homepages den Zugang zu eigenen Chatrooms und Chatgroups direkt als Link anbieten. Wer lieber nur zu zweit chattet, kann das im IRC jederzeit tun. Im www steht dafür beispielsweise der Messenger zur Verfügung, eine kostenfreie Dienstleistung von zum Beispiel Yahoo. Hat man sich erst einmal registriert, steht einem neben dem Messenger ein großes Angebot an Dienstleistungen wie E-Mail, Auktionen, Online-Shopping, News und so weiter zur Verfügung.
Bekannt geworden ist Yahoo als Suchhilfe, als eine von vielen Suchmaschinen. Yahoo Deutschland mit seinen Büros und der Redaktion in München ist eine von 8 Niederlassungen in Europa. Gegründet wurde Yahoo im März 1995 von 2 amerikanischen Studenten, die ein Webverzeichnis aufbauten und es im Web zugänglich machten. Das Geschäft macht Yahoo mit dem Verkauf von Werbeplatz auf den verschiedenen Seiten. Heute ist Yahoo in Deutschland die meistbenutzte Suchhilfe im WWW. Unsere Idee ist es nicht, wie das eine normale Suchmaschine macht, über einen Robot das Web abzusuchen nach bestimmten Suchwörtern, die eingegeben wurden, sondern unser Prinzip besteht darin, dass wir eine Auswahl getroffen haben, und zwar durch eine handselektierte Auswahl von Seiten, die wir in unser Verzeichnis aufgenommen haben. Dazu haben wir bei uns allein hier in Deutschland mehr als 10 Surfer, sogenannte Surfer, eingestellt, die den ganzen Tag das Web absurfen nach guten Websites, die das Verzeichnis von Yahoo noch erhöhen, dadurch, dass sie addiert werden. Die Seiten müssen rechtlich in Ordnung sein, also nicht irgendwelchen pornografischen oder sonst rechtlich bedenklichen Inhalt haben. Die Seiten dürfen nicht under construction sein, sprich also im Aufbau, dass Links nicht funktionieren. Wir ordnen sie dann schon thematisch richtig ein. Wir geben jetzt hier Deep Purple ein als Suchbegriff und starten mit Search die Suche. Jetzt haben wir hier verschiedene Matches für den Suchbegriff und werden einfach mal auf die Kategorie hier klicken, um die Seite zu suchen. Jetzt finden wir hier mehrere Seiten dazu und klicken mal auf diese Deep Purple Seite. Der Highway Star ist die offizielle Homepage von Deep Purple. Wir liefern alle Informationen. Ob man nun Deep Purple-Fan ist und sich über Tourdaten oder ein neues Album informieren möchte, oder ob man noch nie von Deep Purple gehört hat und wissen will, was das für eine Band ist. Svante Pettersen lebt in Malmö, Schweden. Er arbeitet als Programmierer für eine Firma, die Homepages und Webseiten für schwedische Firmen herstellt. Die Infrastruktur und den Server für die Deep Purple Homepage stellt ihm sein Arbeitgeber gratis zur Verfügung. Da ich beruflich dasselbe mache wie in meiner Freizeit auf der Deep Purple Homepage, kann es vorkommen, dass ich 16 bis 20 Stunden die gleiche Arbeit mache. Ja, ich bin ein großer Deep Purple Fan und für den Highway Star arbeite ich, weil es Spaß macht. Die Verbindung zu den Fans ist durch das Internet viel enger geworden und ich bin stolz darauf. Heutzutage scheint es so zu sein, dass man ohne eigene Homepage gar nicht existiert. Ich glaube, es ist wichtig, eine Homepage zu haben. Wichtig als Plattform für die Fans, um ihre Gefühle auszudrücken, gute und schlechte, und auch für uns, um zu erfahren, was die Fans wirklich denken. Die Insider-Informationen bekommen wir hauptsächlich vom Management, aber auch von den Bandmitgliedern, die online sind. Vor einigen Jahren war das nur Roger Glover. Jetzt aber können wir immer mehr Musiker via E-Mail kontaktieren, um ihnen Fragen zu stellen und Fakten zu erhalten. Ich glaube, das Wichtigste ist, immer die letzten Neuigkeiten zu haben. Vor allem, weil sich auf dem Internet Gerüchte sehr schnell verbreiten. Irgendjemand erfindet eine Geschichte, die wird gelesen und jeweils weitergeleitet, und plötzlich redet die ganze Welt davon. Die Medien konzentrieren sich vor allem auf die jungen Bands, im Stile der Backstreet Boys oder den Spice Girls. Das Internet aber eröffnet auf günstigem Weg die Möglichkeit, die ganze Welt zu erreichen. Und es scheinen die älteren Bands, die zu einer Art Underground-Bands geworden sind, zu sein, die mit den seriösesten Informationen ins Internet gehen, um einen besseren Kontakt mit ihren Fans aufrechtzuerhalten.
still want to maintain a closer relationship with the fans. Anschließend in Swissmade, das Matterhorn im Netz. Zwei Teams des Oberwalliser Gymnasiums Sanctus Spiritus. Zwei der weltweit 1200 Teams, die bei SingQuest mitgemacht haben, einem Internetwettbewerb für Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren. Aufgabe war es, eine Webseite herzustellen, und zwar als Gruppe. Als ich das sah, dass es dort einen Wettbewerb gibt, dachte ich mir direkt eigentlich, jetzt muss ich mal schauen, ob ich andere Leute auch noch dazu bewegen kann, mit mir eine Gruppe zu bilden. Es klappte. Diese eine Gruppe in Brieg hat sich mit optischen Täuschungen auseinandergesetzt. Mit dem Auge und der Tatsache etwa, dass es die Welt verkehrt aufnimmt, dargestellt als Puzzle. Die zweite Oberwalliser Gruppe entwickelte die Webseite Matterhorn, mehr als nur ein Berg. Alle drei Teammitglieder sind in Zermatt aufgewachsen. Hinter ihren Elternhäusern thront das Schweizer Wahrzeichen. Millionenfach abgelichtet und als Werbeträger verwendet. Aber erst dank dieser Schüler kann man die Rundsicht im Internet abrufen. Weil der Wettbewerb auch unbekannte Informationen zum Thema verlangt, na bitte. Das Matterhorn stammt ja eigentlich aus Afrika. Die Gesteinsplatte besteht aus afrikanischem Gestein. Das wollten wir eben auch zeigen, dass das Matterhorn eigentlich gar nicht zur Schweiz gehört. Neu ist auch die Aufarbeitung der noch weitgehend unbekannten Walser-Geschichte, die am Fuß des Matterhorns ihren Anfang nahm. Einige Zermatter sind im 14. Jahrhundert über diese Pässe nach Italien oder ins Zinal ausgewandert. Ob vor Ort recherchiert wird oder in Bibliotheken wie die Gruppe Optische Täuschungen, wichtig ist eine innovative Umsetzung und der Bildungsgehalt. Dafür gibt es Preise im Wert von $1 Million. SingQuest kommt aus Amerika. Die Schweiz ist mit rund 60 Teams drittgrößter Teilnehmer nach Amerika und Singapur. Gut bewertet wird die Interaktivität, ob man etwa als Internetgast bei den optischen Täuschungen selber den Schalter betätigen kann. Die Zermatter auf den Spuren des Alpinismus, im Hotel Monte Rosa etwa. Von hier aus starteten die Erstbesteiger des Matterhorns anno 1865. Ich habe dann auch geschrieben, warum man zum Beispiel nach Zermatt kam. SingQuest will die Teamfähigkeit fördern, die Jugendlichen ins Internet einführen und sie lehren, ihre gesammelten Daten übersichtlich zu strukturieren. Von 70 Stellen erhielt das Matterhorn-Team Unterlagen. Sie scannten 1200 Fotos ein, klärten Fotorechte ab, schrieben Texte. 500 Stunden arbeiteten sie gemeinsam und mindestens ebenso viele jeder allein. Viel Zeit musste auch in die Grafik investiert werden. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung. Das wird eine Schlacht. Für uns lag die größte Schwierigkeit darin, überhaupt eine Auswahl zu treffen, was wir auf die Internetseiten zeigen wollten. Die Lehrer haben geholfen zu ordnen, sind mit technischen Ratschlägen oder wissenschaftlichen Informationen zur Verfügung gestanden, einmal pro Woche oder nach Bedarf. Aber eine medienwirksame Umsetzung der Themen mussten die Schüler selber finden. Für das Team Optische Täuschungen galt es anschaulich zu beweisen, dass das Blau der linken Seite das gleiche ist wie das Blau der rechten Seite. Man kann also schwarz zu gelb übermalen hier.
abspielen. Die einzige Schwierigkeit war nur bis am Schluss auch mit allem, mit der Arbeit fertig zu werden, weil wir standen ziemlich unter Druck mit der Zeit. Sie schafften es in zwei Sprachen und mit vielen interaktiven Beispielen über das Sehen, auch das Farbensehen. Sie sind sogar in den ThinkQuest-Halbfinal gekürt worden. Das Matterhorn mehr als nur ein Berg ist gar in vier Sprachen abrufbar. Noch besser bewertet wird eine Teamarbeit über Landes- und Sprachgrenzen hinweg. Aber immerhin, es sind 200 Seiten geworden. Ja, ich würde schon sagen, dass man darauf stolz sein kann, weil es ist doch eine sehr große Arbeit gewesen. Und eben, wie gesagt, ohne diese breite Unterstützung, die wir erfahren durften, wären unsere Seiten wohl nicht zustande gekommen. Unbestritten, solche Arbeit bringt Erfahrung im Umgang mit dem Internet, der Berufswelt und manches Polster für die Zukunft. Zu sehen ist dies alles auf www.thinkquest.ch oder thinkquest.org.